Der Abgang beim RAVO war dann auch wieder etwas unrühmlich, weil ich, wie gesagt, Romanredakteurin auch war und auf einen Romanautor getroffen bin, der gerade eben trockener Alkoholiker war und sofort spürte, dass ich eigentlich diejenige bin mit dem Helfersyndrom. Ja. Und er hat bei mir dann offene Türen eingelaufen. Ja. Und er schrieb also dann einen Roman für Bravo und ich verliebte mich Hals über Kopf in ihn, habe mich dann von meinem Partner, der bei Bravo auch Redakteur war, getrennt. Und mein Chefredakteur fand es sehr unmoralisch von mir, dass ich jemanden einfach so verlasse. Und dann war ich weg bei Bravo, dann kriegte ich meinen Sohn, ne? Und dann 3 Jahre später meine Tochter, und die Ehe war jetzt alles andere als glücklich, weil, wie gesagt, das alles sehr schwierig war. Ich habe da aber viel gelernt über mich und über Co-Abhängigkeit und habe ganz viel Respekt vor Menschen, die Alkoholiker sind und trocken werden, weil ich auch ganz viel bei den trockenen Alkoholikern gewesen bin und habe gedacht, boah, also wirklich alle Achtung. Ja. Ich habe dann natürlich gleich wieder umgeschwenkt und gedacht, also ein trockener Alkoholiker ist der bessere Mensch. Ja. Aber wie auch immer war mir schon ganz schnell klar, dass dieser Mann einfach in dieses Leben, was ich jetzt dann geführt habe mit den 2 Kindern, gar nicht gepasst hat. Und er war auch Autor und ist dann, irgendwie gab es einen Regierungsbunker bei Bonn und da hat er gesagt, er muss da eine Reportage drüber machen und er verschwand aus meinem Leben. Und was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn du kein Handy hast, du findest niemanden mehr. Und er hat sich dann interessanterweise angemeldet als ledig und war nicht wieder auffindbar. Und das war so wirklich der Wendepunkt in meinem Leben. Also da hat es bei mir auch im Kopf dann irgendwie Klick gemacht und habe gedacht, jetzt musst du was ändern, weil das Alleinerziehen, 2 kleine Kinder, kein Geld, also war wirklich schwierig. Und ich hatte Glück, weil ich war immer eingebunden, was die jungen Menschen heutzutage nicht mehr kennen. Ich war in den Journalismus eingebunden. Ja. Und ich habe dann wieder den Chefredakteur eben von Mädchen getroffen und er sagt, ja, wie geht's dir? Ich sage, mir geht's nicht gut. Dann sagt er, dann komm zu mir, ich habe so viel zu tun für dich. Ja. Arbeite da für mich. Und da wurde ich dann Frag Gabi. Er hat mir dann eben diese, das war eine wahnsinnige Geschichte. Also ein bisschen wie soll man sagen, die Alternative zu Dr. Sommer klärt auf. Dr. Sommer, ja genau, ist Frag Gabi ist dann, ich kläre auf und beantworte diese ganzen Leserbriefe und Probleme und so. Und das war für mich wirklich eine Riesenchance, weil das liebte ich ja auch. Damals gab es zu Mädchen noch eine andere Zeitschrift, die hieß Popcorn. Und bei Popcorn hat Herr Thomas Gottschalk diese Leserbriefe beantwortet. Und leider habe ich diese Ausgabe nicht mehr. Ich habe Herrn Thomas Gottschalk getroffen, er schüttelt mir die Hand und übergibt mir die Briefe. Und ich habe dann auch für Popcorn die Leserbriefe beantwortet. Und es war wirklich unglaublich witzig. Und dann habe ich halt gedacht, ja, mein Leben ist wirklich kompliziert. Und ich hatte eine Freundin, die mir dann gesagt hat, du, da gibt es doch einen Psychologen, der kann man so offene Gruppen und da kann man dann über seine Probleme sprechen. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, du, ich gehe da mal hin. Und meine Mutter sagte, ja, also das ist so eine neue Wissenschaft, davon halte ich gar nichts, ja, gut. Und dann ging ich da hin und da traf ich ganz viele Menschen, die also in ähnlich beschissenen Lebenssituationen lebten wie ich. Und dann treffe ich dann Partnerschaften. Ja, nur Partnerschaftsstress und interessanterweise auch damals schon Lehrerinnen, die Burnout hatten, weil der Beruf so schwierig war, also damals schon, ja.
Das ist jetzt ja, 38 Jahre her. Und da traf ich auch meinen Mann. Ja. Und wir saßen dann beide heulend in der Gruppe und haben unser Leid beklagt, weil wir ja arme Opfer sind von unserem Partner. Ne. Also man sitzt dann im Kreis und jeder darf, ja, und jeder darf seine Lebensgeschichte erzählen. Ne. Und der Therapeut sitzt auch dabei und er stellt halt Fragen. Und es war wirklich damals eine unglaublich interessante Gruppe. Ja. Und mein Mann behauptet, also wir haben es dann später, mein Mann, ja, er hätte sich sofort in mich verliebt, ja, und ich habe gesagt, um Gottes Willen, alles brauche ich, bloß keinen neuen Mann. Ja. Das ging aber doch dann ziemlich schnell, weil wir, und das war interessant, weil du kennst die Verletzungen, du weißt, wo der andere verletzt worden ist und du tappst nicht mehr in diese Fallen, weil ich hätte ihn so im wirklichen Leben, es gab ja, gehe ich als alleinerziehende Mutter in die Kneipe, nein, geht er als, er kann, hat natürlich mehr Möglichkeiten auszugehen, aber wo, er war auch alleinerziehend? Nee, seine Kinder waren, er hatte drei Söhne, die bei seiner Frau dann geblieben sind, ja. Und Wäre nie begegnet, nee, weil er kam aus einer völlig anderen Welt. Er war also wohlbestallter Rechtsanwalt, ja, und ich war eher auf der Hippie-Seite unterwegs. Ja, und was mich sofort fasziniert hat, war, dass er meine Arbeit, er war wirklich der erste Mann, den ich so getroffen habe, der meine Arbeit unglaublich ernst genommen hat und geschätzt hat. Und er war total begeistert von meinen Leserbriefen und das war also für mich wirklich so eine Aufwertung auch meiner selbst, ja, weil so war ich halt immer, naja, die Leserbrieftante und so, und dann schreibt sie halt auch noch ein paar Fotoromane, ja, und so. Also ich habe meine Arbeit immer sehr ernst genommen, aber meine Umgebung oft gar nicht, ja, und er hat das so geschätzt und hat mich dann auch unterstützt, weil ich ja viel gearbeitet habe. Er hat auch viel gearbeitet, aber trotzdem, ich war dann Wochenende unterwegs und habe diese Fotoromane produziert. Er hat jeden meiner Briefe, die ich beantwortet habe, gelesen und für gut befunden. Also wir haben ganz viel Kommunikation gehabt und ich war ja immer noch Fan von Alice Schwarzer und als Feministin unterwegs, und er war aber auf eine so liebenswerte Art und Weise, haben wir uns ausgetauscht, weil er gesagt hat, schau, es kommt nicht darauf an, dass die Frauen besser sind als die Männer, sondern wir gemeinsam, ja, Frauen und Männer müssen einen Weg miteinander finden, ja. Und er war sozusagen wirklich der erste Mann, der mich auch beruflich unterstützt hat. Ja, der also fast eine Alternative zu heutigen Datingportalen ist diese gemeinsame, ja, Therapie, dass du eben auch die Wunden und Narben des anderen kennenlernt. Ja, ja, ja. Und das ist, nicht, ja, in irgendwas reinläuft. Ja, und du, das, also, wir sind beide nicht in irgendwas reingelaufen, sondern wir haben beide gewusst um die Verletzlichkeit des anderen. Ja. Und du respektierst es, weil du bist wirklich seelisch nackt, bloß. Ja, du hast keine Wahl. Man lässt die Hosen runter. Ja, ja, absolut, absolut. Du kannst nichts beschönigen und gar nichts. Ja. Und das war ist denn auch ein Glück. Garantiert, dass jeder offen ist in so einer Therapiegruppe, oder ist das so eine, oder sind die Menschen so verzweifelt, wenn man da ist, dann sagt man, ich will mein Leben ändern? Also die Erfahrung, die ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, und es war so, dass die Menschen wirklich offen waren. Ja. Ich habe da immer noch eine Freundin, die ich da kennengelernt habe. Wir haben auch mal eine Zeit lang zusammen gelebt, sie alleinerziehend mit ihrem Sohn und ich mit meinen Kindern. Und dann kam eben mein Mann dazu. Und das sind wirklich Freundschaften fürs Leben entstanden damals. Ja. Und das ist, weiß nicht, ob das jetzt empfehlenswert ist, aber ich bin immer noch dafür. Es ist wirklich eine Möglichkeit, ja. Also, und darum ist ja für mich Therapie und Psychologie wirklich
absolut, ich finde, jeder sollte es machen, ja. Jeder sollte mal in so eine Gruppe gehen und sich das anhören und anschauen. Ja. Also bin ich absolut dafür. Ich glaube, in wohlhabenden amerikanischen Kreisen geht man so auch zu seinem persönlichen Psychoanalytiker auf die Couch. Ja, ja. Das ist zwar dann nicht die Gruppe, aber ja. Wunderbar. Aber ich habe dann, wie gesagt, mein Weg hat mich dann auch in diese Therapierichtung geführt, weil die Psychologin, die ich damals schon bei Bravo kennengelernt habe, vor 50 Jahren, die war Familientherapeutin, lösungsorientiert, systemisch, und die haben eine Ausbildung angeboten, die ich dann wirklich machen konnte. Die hat 5 Jahre gedauert, also bin ich systemische Familientherapeutin, ja. Aber ich wollte eigentlich nie da drin arbeiten, sondern das hat mich dann wirklich fit gemacht für meine Arbeit dann bei Mädchen in der Problemberatung, ja. Weil ich habe das dann wirklich sehr ernst genommen, und dann musste ich nicht mehr Fachleute zu Rate ziehen, sondern dann wurde ich meine eigene Fachfrau für die Beantwortung der Briefe. Und das war mir ganz wichtig. Ja, dass in diesem Land, in dem Zeugnisse eine große Rolle spielen, konnten Sie dann was vor? Konnte ich dann endlich, ja. Wenn schon kein Abitur, ja. Weil mein Lieblingssatz ist immer, ich habe einen Leserbrief beantwortet und da schrieb ein junges Mädchen, ich habe gerade mein Abitur gemacht. Ja. Und darum habe ich gesagt, also ich hatte kein Abitur, aber diese Ausbildung, ja, und das ist mir wirklich ganz wichtig gewesen. Und da habe ich dann eben mit großer Freude wirklich, ich weiß nicht, 40 Jahre lang, immer noch im zarten Alter von 70, die Sexualprobleme der Jugendlichen beantwortet. Ja. Mhm. Also bis vor kurzem noch. Ja.